Hallo Leute, willkommen auf meinem Channel, mein Name ist Sami. In dem heutigen Video, wie ihr auch dem Thumbnail entnehmen könnt, geht es um Schmuck. Und das ist auch ein Thema, was viele von euch letzter Zeit angefragt haben. Ich habe auch dieses Video in zwei Kategorien unterteilt. In dem ersten Teil geht es um ein paar Online-Shops, die ich persönlich feiere und wo ich selber immer meinen Schmuck hole. Und gleichzeitig, wo ich finde, dass die Preis-Leistung bis jetzt immer gestimmt hat und auch ein paar Marken, die richtig nice Designs machen, wo ich auch echt finde, man findet diese ganzen Designs für so einen guten Preis nicht überall. In dem zweiten Teil geht es um meine Latest Pickups. Das sind Sachen, die ich mir in den letzten Monaten geholt habe, die ich kam irgendwie nie dazu, die in einem Video vorzustellen. Ich habe aber ein Video im Sommer gemacht, wo ich auch meine ganze Kollektion bis dahin an Schmuck gezeigt habe. Und das ist so die Ergänzung dazu, da das die neuen Sachen sind, die ich mir jetzt geholt habe. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich blende das hier oben ein, dann könnt ihr das Video nochmal gerne euch angucken. Ich würde auch sagen, wir fangen auch direkt an. Bevor wir das tun, würde ich euch noch bitten zu abonnieren. Damit würdet ihr diesen Channel supporten. Ansonsten kommen wir direkt zu dem ersten Online-Shop. Die erste Brand und der erste Online-Shop ist Vitali Design und das ist eine Brand aus Kanada, auf die ich zufällig Anfang des Jahres auf Instagram gestoßen bin. Ich weiß auch, dass manche von euch sich schon gedacht haben, dass ich Vitali nenne oder irgendwie einbaue, da ich echt ein großer Fan bin von der Marke und wieder mir Sachen da hole. Deren Produktion ist auch hier in der EU, also bezahlt man keinen Zoll bei den Sachen. Ich habe mir im Sommer eine Cuban da geholt und ich fand, dass die Quali von der Cuban war so heavy. Ich kann euch die jetzt natürlich nicht in die Hand geben, aber die war echt so heavy. Und für 125 Euro war die echt mega, finde ich. Ich werde auch jetzt ein paar Sachen einblenden, die ich persönlich sehr gefeiert habe. Sei es jetzt von deren neueren Designs oder die älteren Designs. Also meine Favorite Pieces. Und eins meiner Favorite Pieces bei Vitali ist einmal diese Kette mit den unterschiedlichen Farben. Ich finde, die sieht richtig nice aus. Und für 110 Euro kriegt man hier ein richtig nice Piece. Was man nicht vergessen darf, die ganzen Pieces bei Vitali sind aus Edelstahl und sind dann nochmal versilbert. Ich finde, dass Vitali mit so die beste Marke für Bracelets, für Männer, also die ganzen Armbänder, sei es jetzt so ein cleanes oder eins, was ein bisschen so ausgefallener ist. Ich habe auch ein paar hier rausgesucht, die ich auch echt sehr cool finde. Das ist eine, was so komplett aus Silber ist, sehr, sehr clean, sehr simpel und mit auch diesem Verschluss sieht richtig nice aus. Und für 55 Euro kriegt man hier ein sehr nices Piece. Nicht vergessen, ich trage selber sehr viel Silber und das wissen bestimmt manche von euch und haben das schon sehr oft gemerkt bestimmt. Ich trage hauptsächlich Silber. Ich trage nicht so viel Goldschmuck, aber die haben meistens die Sachen auch in Silber und in Gold. Eins der Designs, die ich auch schon in meinem letzten Video schon erwähnt habe, die ich richtig cool finde. Dieses eine, was so komplett aus so einem Kunststoff ist, was so durchsichtig ist. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Sei es jetzt die Cuban oder das Bracelet, was so auch ein bisschen so aussieht wie so eine kleine Cuban. Das sieht auf jeden Fall, finde ich, sehr nice aus. Von daher würde ich sagen, kommen wir direkt zu der nächsten Brand. Kommen wir jetzt zu der zweiten Brand und die zweite Brand heißt Chained and Able und die kommen aus England und auf die bin ich auch zufällig gestoßen, auch hier auf Instagram, aber hier muss ich ehrlich zugeben, wurde ich so ein bisschen Influenced, also Props gehen hier auf jeden Fall raus und zwar von einem Blogger aus England und der heißt Curly Fries und ich habe das bei ihm gesehen, da ich seinen Schmuck echt sehr feier und der hat es einmal verlinkt und da war ich auf der Website und habe ich gesehen, die haben echt sehr, sehr nice Pieces und ich habe die auch aus dem zweiten Grund, warum ich die auch nochmal hier eingebaut habe, da ich fand, dass Vitali was Ringe angeht, relativ einseitig ist, also sehr viele Ringe, die mehr so industriell gehen und die haben mehr so Bracelets und so Ketten, die ich feiere und hier fand ich, dass diese Vintage-Ringe sehen hier sehr nice aus und ich weiß, dass auch viele von euch solche Ringe auch feiern. Ich habe auch hier einen Ring sehr, sehr gefeiert bei der Marke, ich blende ihn hier auch oben ein. Der ist ein bisschen teuer, der kostet 100 Euro, aber der ist aus diesem 925er Sterling Silver, also sehr gute Qualität und der sieht richtig nice aus. Ich finde, dieser Vintage-Look, den er hat, sieht richtig cool aus. Der ist ein bisschen groß, muss ich sagen, aber ich finde auch das sieht sehr cool aus und ich finde, das ist der einzige Ring oder das einzige Schmuckpiece, muss ich ehrlich zugeben, wo ich nichts dagegen hätte, die sei es jetzt in Silber oder in Gold zu tragen. Es ist auch sehr schwierig, Gold und Silber zu kombinieren. Ich weiß, manche machen das und sieht bei manchen echt cool aus, aber bei mir hat es nie so funktioniert, dass es mir persönlich gefallen hat, da ich auch immer versuche, meinen Schmuck auch relativ clean zu halten. Ich finde allgemein die Auswahl an Ringe, die haben, echt sehr nice. Ich blende auch hier ein paar meine Favorite Pieces, die ich auch unten natürlich nochmal verlinken werde. Von daher würde ich sagen, kommen wir direkt zu der nächsten Brand.
Kommen wir jetzt zu der nächsten Brand. Das ist auch eine Brand, auf die ich mich gerade echt sehr freue, die euch vorzustellen, da ich die auch neu entdeckt habe und gleichzeitig zurzeit echt sehr feiere. Und ich mache die ganze Zeit so Sachen im Warenkorb und denke mir so, boah, das ist ein bisschen zu viel. Soll ich ein bisschen noch überlegen, was hole ich mir, was hole ich mir nicht? Und die heißen 2J's, glaube ich. Also ich blende den Namen hier ein. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe oder nicht. Ich finde die Pieces echt so nice, da die so ein Vintage-Used-Look haben. Und ihr wisst, ich feiere sowas. Ich finde die richtig, richtig cool und die Preise sind voll in Ordnung. Und ich habe auch zwei Ringe hier jetzt rausgesucht, die ich persönlich sehr feiere. Und ich finde, die haben einen richtig coolen Look. Also der Design ist hier echt sehr, sehr nice. Einmal dieser Ring mit diesem Pharaonenauge, also ich finde diese ägyptische Vibes sind hier auf jeden Fall da und ich feiere das und der ist für 40 Euro voll in Ordnung. Der zweite Ring, den ich ganz cool fand, ist dieser Ring mit dem Schmetterling, also ich finde dieser Look und so sieht hier auch sehr nice aus. Die haben auch ein paar sehr nice Bracelets, deren ganzen Sachen sind auch hier aus Sterling Silver, also die Qualität ist auf jeden Fall hier auch voll da und für die Preise kann man auf jeden Fall nicht meckern, finde ich. Hier sind auch nochmal ein paar meine Favorite Pieces auch hier, also sei es jetzt Ringe, Bracelets oder auch Ketten. Ich blende die ja alle oben ein und wie gesagt, die sind auch unten auch hier in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Online-Shop und das ist so ein Klassiker und zwar ist es ASOS und ich weiß, dass auch viele von euch bei ASOS shoppen, sei es jetzt Klamotten, Schuhe und ich hole mir da auch ganz oft Schmuck und ich finde einfach, wenn man oben in der Suchleiste so Sterling Silver eingibt, dann kommen auch die ganzen Pieces aus Sterling Silver und da habe ich auch ganz oft sehr nice Ringe mir geholt und die zwei, die ich gerade auch anhabe, sind beide auch von ASOS und auf diese zwei Ringe gehe ich am Ende nochmal ein. Ich habe auch hier meine Favorite-Ringe, die zurzeit noch verfügbar sind, nochmal hier rausgesucht. Und ich blende die hier oben ein. Ich finde die richtig nice. Und ich finde allgemein, für was man da bezahlt und was man bekommt bei ASOS, ist auf jeden Fall perfekt. Und ich finde auch die Tatsache, dass man bei ASOS die Sachen relativ schnell bekommen kann. Also man kann auch diesen Premium-Versand sich holen. Und dann bekommt man die Sachen ja so am nächsten Tag und so. Das finde ich auch ein Argument, was die anderen nicht bieten können. Von daher würde ich sagen, kommen wir direkt zu dem nächsten Shop. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Online-Shop und zwar ist es der Bazaar unserer heutigen Generation und ich denke mal, ihr könnt euch schon vorstellen, von was ich rede und zwar von Amazon. Ich finde auch, Amazon sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, was Schmuck angeht und was allgemein so Accessoires angeht. Ich habe mir beispielsweise diese Perlenkette von Amazon geholt für 8 Euro und ich bin echt sehr zufrieden und ich habe da auch hier ein paar Ringe rausgesucht, die ich echt sehr cool finde. Ich blende die hier oben ein und ich finde, man bekommt da auch echt sehr nice Brillen, wenn man nach so Sonnenbrillen sucht oder auch Ketten. Kommen wir jetzt zu einem kleinen Plus und zwar ist das so eine Ergänzung zu den anderen Online-Shops. Ich weiß, ich habe schon 5 Online-Shops schon genannt, aber die zwei Marken fand ich trotzdem nennenswert, da ich die echt sehr nice fand und ich folge den auch beiden auf Instagram und ich finde den Vibe von den beiden Marken echt sehr cool und alles, was die posten. Und zwar ist es einmal Common Line und VHG. Ich blende auch beide Marken hier oben ein, dann könnt ihr so ein bisschen sehen, was die so alles machen und so. Der einzige Punkt, der mir nicht so sehr gefällt, ganz oft bei diesen zwei Marken, deswegen habe ich die nicht zu den Main-Marken genannt und zwar, dass deren Sachen aus Edelstahl sind, die sind auch nicht versilbert oder so, auch wenn da drunter steht, dass die nicht rosten, bin ich mir da nicht ganz sicher, aber ich fand die trotzdem sehr inspirierend und vielleicht will jemand von euch die ausprobieren, deswegen habe ich die hier eingebaut. Kommen wir jetzt zu meinem eigenen Schmuck und wie gesagt zu meinen latest Pickups und ich fange auch direkt mit Ringen an, da ich mir auch nur einen Ring letzte Zeit geholt habe oder zugelegt habe und zwar ist das dieser Ring, den ich auch gerade anhabe und den habe ich mir von ASOS geholt, von der Marke Reclaim Vintage. Der hat so eine Münzenform, was ich ganz cool finde und der hat so eingraviert so ein Engel mit so Flügel und so ein Schwert, das hat so ein bisschen so griechische Vibes. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool und ich finde, dass der Ring sehr dezent ist, auch an der Hand so, der ist auch nicht zu groß oder so, der sieht ganz cool aus, der kostet auch nur 36 Euro und haben mir den in Größe M geholt, da ich wollte, dass er so in diesen Ringfinger passt. Der Ring hier ist auch hier aus Sterling Silver, was ich echt sehr wichtig finde, da ich nicht so cool finde, wenn Sachen so ein bisschen diese grünen Spuren hinterlassen und so, fand ich das sehr wichtig, dass er auch hier aus Sterling Silver ist und das beweist wieder, dass man auch bei ASOS echt auch nice Sachen findet. Ich baue auch nochmal diese zwei Ringe ein, die ich schon ein bisschen länger habe, aber da letzte Zeit viele von euch gefragt haben, woher ich die habe und da ich die letzte Zeit sehr oft anhabe.
Und zwar einmal dieser Löwenring, den habe ich vor 4 Jahren geholt, auch bei Asus, der ist auch aus Sterling Silver. Der hat auch damals, glaube ich, so 31 Euro gekostet oder so. Den gibt es leider nicht mehr, aber ich werde auf jeden Fall nach einer Alternative suchen und die unten in der Beschreibung verlinken. Der zweite Ring, den ich letzte Zeit sehr oft anhabe, ist dieser Ring hier mit diesem schwarzen Stein. Den habe ich seit sehr, sehr lange und der hat für mich so einen nostalgischen Wert. Und das ist mein erster Ring und ich habe den seit 6 Jahren oder so. Also ich finde den auf jeden Fall ganz cool und ich werde auch für den nochmal nach einer Alternative suchen. Und unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Piece und das ist eine Kette, die ich mir von Vitali geholt habe und ich hatte die letzte Zeit sehr oft an, deswegen haben auch ganz viele von euch gefragt, woher ich die Kette habe. Die ist auch zurzeit reduziert, also falls euch die Kette gefällt, werde ich die unten in der Beschreibung verlinken. Eine relativ clean, simple Kette mit so einem industriellen Look und ich finde allgemein, dass solche Ketten, man kann die zu so vielen Sachen kombinieren, sei es jetzt mehr zu so Streetwear-Outfits oder so Casual-Chic-Outfits, wo man so ein bisschen so einen Bruch schafft mit so einem Piece, was mehr so ein industriellen Streetwear-Look hat. Ich habe die mit einer Verlängerung, also ich habe so eine Verlängerung hinzugefügt, damit die auch ein bisschen tiefer sitzt, da ich fand, dass die Kette relativ eng am Hals saß. Als Ergänzungspiece oder so als Set habe ich mir das Bracelet auch geholt. Das ist auch zurzeit reduziert, das ist auch erhältlich zurzeit bei Vitali. Habe ich mir das geholt. Das ist auch relativ simpel. Das ist das gleiche Piece, nur als Bracelet. Das ist nur noch ein bisschen kleiner, hat auch den gleichen Verschluss. Und ich finde auch hier, dass es echt ein sehr nices Piece ist, was man zu sehr vielen Sachen kombinieren kann, da das auch relativ clean ist, finde ich das so nice. Das nächste Piece ist auch diese Perlenkette, die ich gerade anhabe. Und ihr wisst, ich trage die letzte Zeit echt sehr oft. Ich habe die von Amazon geholt. Die kostet 8,99 €. Die gibt es auch in unterschiedlichen Durchmesser, aber ich wollte mehr so ein bisschen kleinere, dezentere Perlen haben. Deswegen habe ich mir die 8 mm Durchmesser Perlen geholt. Ich finde allgemein, dass so Perlenketten geben das ganze Look immer so einen richtig nicen Vintage Vibe und das schafft so einen ganzen Bruch in dem ganzen Outfit und genau wenn das Outfit so ein bisschen schicker ist. Ich finde auch, dass die hier mit so die günstigste Alternative ist. Zum Schluss kommen wir zu ein paar Accessoires, die ich mir letzte Zeit auch geholt habe. Und was ich mir als allerletztes geholt habe, das habe ich mir echt jetzt von eine Woche oder so geholt, ist dieser Schlüsselanhänger. Ich weiß, so ein Schlüsselanhänger denkt man sich, hä, das ist nicht so wichtig, aber ich finde es echt ein sehr nices Detail. Und zwar hat er so einen Karabiner hier unten, so als Verschluss und er hat so ein bisschen so Wildleder. Das ist so ein kleines Detail, was das ganze Outfit so einen funktionellen Look gibt. Und da ich zurzeit sehr viele Sachen habe, die mehr auch Richtung so Workwear gehen und so Cargos oder so ein bisschen so Crop-T-Shirt, die so einen Vintage-Look haben, kann das richtig cool aussehen. Von daher kann ich euch so einen Schlüsselanhänger echt nur empfehlen. Das nächste Accessoire ist auch so ein Winter Essential, so ein Basic Piece, was ich mir echt immer wieder und wiederhole. Und zwar ist das eine Beanie von Weekday und das Modell heißt Candice. Die habe ich mir von der Frauenabteilung geholt. Die kostet 12 Euro. Das ist echt eine sehr nice Beanie, die einen sehr dicken Stoff hat und die hat so ein Fisherman's Vibe, was ich echt ganz cool finde. Was ich auch ganz nice finde bei der Beanie ist dieser markante Rand, also dieser Umschlag, der ein bisschen so dicker ist. Ich finde, das sieht richtig nice aus und allgemein finde ich, dass diese Beanies echt sehr cool sitzen und so und deswegen habe ich mir die auch in unterschiedlichen Farben geholt. Ich habe mir die in hellgrau geholt und so ein braun Bordeaux-Rot und ich finde, dass alle Farben echt sehr nice aussehen. Dann habe ich mir noch von Weekday auch so ein Bandana geholt, was mehr so Richtung so dunkelblau oder ich würde schon sagen, das geht auch Richtung so schwarz. Wie ihr auch wisst, ich feiere Paisley-Muster und allgemein, wer mich auch ein bisschen länger verfolgt jetzt, weiß, dass ich Bandanas echt sehr gerne trage und allgemein sehr oft so Bandanas um den Hals trage. Ich finde das echt ein sehr, sehr cooles Accessoire und ich habe auch schon in meinem letzten Accessoires-Video schon 2 eingebaut, so ein braunes und so ein grünes, was ich auch sehr oft trage. Ich finde Bandanas so ein Accessoire, dass man echt so Streetwear-Outfits richtig cool kombinieren kann. Ich weiß, dass auch manche von euch schon mal gefragt haben, wie bin ich meine Bandanas. Ich trage die eigentlich relativ simpel, manchmal bin ich die einmal, manchmal zweimal, aber eigentlich echt sehr, sehr simpel, also keine große Technik dabei. Zuletzt wollte ich euch diese Brille zeigen und die hat so ein durchsichtiges Glas und die hat auch so einen Rahmen in so einem Braun, der auch ein bisschen so durchsichtig ist. Ich habe mir die vor 1,5 Monaten oder so geholt von ASOS. Die war auch relativ preiswert, die ist aber leider zurzeit ausverkauft. Ich weiß, im Winter trägt man keine Brillen und so, aber ich finde diese ganzen Brillen, die mehr aus diesem 70er, 80er Bereich jetzt mehr und mehr zurückkommen, ich finde die echt sehr cool und man kann die auch im Winter, obwohl man im Winter natürlich nicht so viel Sonne hat in Deutschland, kann man die tragen, da die mehr so als Accessoire funktionieren.
definieren und nicht wirklich so mehr so zum Schutz sind oder so. Wir können auch das Outfit so next level geben, so ein bisschen so elevaten. So Leute, kommen wir jetzt zum Ende des Videos. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und ich hoffe, ich konnte euch mit den ganzen Pieces und mit den Marken ein bisschen inspirieren und bei der Suche nach Schmuck ein bisschen weiterhelfen. Vergiss auf jeden Fall nicht, einen Daumen hoch zu unterlassen. Damit würdet ihr diesen Channel unterstützen und vergiss nicht, in der Beschreibung nachzuschauen. Da werde ich alle Pieces verlinken und auch alle Marken. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn euch irgendwas gefällt. Und vergiss nicht, den Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!